Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, auf dem Kanal von Che Matze. Wir sind heute in den belgischen Ardennen. Vielleicht kann die Kamera gleich zu Anfang mal rüberschwenken. Und zwar im Tal der Amblève. Wunderschön hier, tolles Herbstwetter. Und deshalb habe ich euch auch einen Wein mitgebracht aus Belgien. Ein Chardonnay aus Belgien. Man glaubt es kaum. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, um Gottes Willen, was hat der da wieder? Aufgezuckerte Fassware aus Moldawien und in Belgien abgefüllt. Aber nicht doch. Belgien, als es Belgien natürlich noch gar nicht gab, im Mittelalter in dieser Region, war das schon ein Weinanbaugebiet. Genauso wie Lothringen, heute auch fast vergessen. An den Ufern der Maas, hier steht es auch, Côte de Sombre et Meuse. La Meuse ist die Maas auf Deutsch. Wurde auch damals schon Wein angebaut. Das hat sich in der Zwischenzeit natürlich total verloren. Und seit einigen Jahren sind einige kleine Winzer wieder unterwegs und versuchen das wieder aufzubauen. Wir haben hier Chardonnay. Da werdet ihr auch sagen, Chardonnay so weit im Norden, das funktioniert ja überhaupt nicht. Funktioniert doch. Erstens, natürlich hat das was ein bisschen mit der Klimaerwärmung zu tun. Und zweitens ist es ja so, dass Chardonnay ja auch im Chablis zum Beispiel angebaut wird. Ja, die große Chablis-Traube. Oder auch in der Champagne. Und das sind ja auch sehr weit nördlich gelegene Gebiete. Das heißt, wir haben es hier ja nicht mit, sagen wir mal, Syrah zu tun oder Mourvèdre, also Trauben, die sehr viel Wärme brauchen. Sondern der Chardonnay kann das einigermaßen ab. Anders allerdings als im Chablis-Burgund-Gebiet oder in der Champagne, wo Kalkböden, Jurakalk, Kreide vorherrschen, gibt es hier astreinen Schieferboden in den Ardennen. Das heißt, Chardonnay auf Schiefer, müsste ich lange nachdenken, um drauf zu kommen, wo es sowas sonst noch geben könnte auf der Welt. Wir probieren es aber einfach mal, denn die Infos zu dem Winzer sind relativ dürftig. Es ist von Benoit Heggen abgefüllt worden in Warsage, zwischen so im Dreiländereck, zwischen Belgien, Holland und Deutschland, also zwischen Aachen, Maastricht und Lüttich. Mittendrin, es ist ein kleines Weingut, kann man gar nicht sagen, sondern eher so ein Weingarten. Man kann auch hinfahren, um sich das anzuschauen. Ich werde es euch verlinken. Allerdings kann man noch besser in Belgien den Weinbau besuchen beim Weinchateau Renours Elderen. Das werde ich euch auch verlinken. Das ist ein größeres Chateau. Da kann man sogar Führungen machen. Und das ist ganz überraschend. Also für so einen kleinen Nachmittagsausflug oder einen Tagesausflug aus dem Ruhrgebiet oder Niederrhein, Düsseldorf, Köln, die Ecke, ist sehr interessant, mal ein Weinbauangebiet, Weinanbaugebiet, so in unmittelbarer Nähe, und zwar in Belgien und auch in Holland, zu sehen. Diese Flasche ist nicht so ganz billig, weil normalerweise das gar nicht in Flaschen abgefüllt wird. Da ist wahrscheinlich die Distribution und das ganze Zeug wesentlich teurer als der Inhalt. Kostet knapp 10 Euro und ist in der Nähe der Autobahn zu kaufen. Auch das verlinke ich euch. Jetzt sehe ich unangenehmerweise, kaum dass ich es abgemacht habe, aha, Plastikstopfen drauf. Ja, Silikonstopfen. Ist ja nicht gerade das, was ich für so den letzten Schrei halte, aber bitteschön, so ist es halt, so sieht's aus. Man kann wenigstens nicht sehen, wenn er vergammelt ist und Weichmacher abgegeben hat in den Wein. Wie er schmeckt, weiß ich natürlich überhaupt nicht. Ich habe noch nie einen Wein aus dieser Region getrunken. Ins Glas. Mhm. Farblich lässt sich erstmal nicht sehr viel dagegen sagen. Feine Bläschen, sehr junger Wein, 2008er hatte ich glaube ich noch nicht gesagt. 2008er, blasses Weiß-Gelb, soweit okay. Ja, erstaunliche Nase, sehr fruchtig erstmal, sehr fruchtig, und zwar Zitrus, Pampelmuse, so in diese Richtung, also so eine Agrüm, wie die Franzosen sagen würden. Dann aber auch deutliche Mineralität. Also man merkt, dass es auch ein Wein vom Fels ist sozusagen und nicht aus der Gäulandschaft. Probieren wir es doch einfach mal. Mhm. Ja, ein junger Wein, ein fruchtiger Wein. Sehr leicht zu trinken, einfach zu trinkender Wein, sehr stark auf die Fruchtnote gesetzt. Und was er an Frucht zu viel hat, hat er an Komplexität zu wenig. Es ist kein Wein, wo ich jetzt sagen würde, großartig, den müsst ihr probieren. Aber er ist auch nicht misslungen.
Also nicht, dass man mich missversteht. Das ist ein Wein, der durchaus seine Berechtigung hat und der Winzer hat sicherlich alles Gute gemacht, um diesen Wein auf die Flasche zu bringen. Trotzdem ist es natürlich nicht zu vergleichen mit den größeren Chardonnays, die man so kennt. Man würde allerdings auch nicht drauf kommen, dass es ein Wein ist, der so weit nördlich angebaut wird. Also man merkt jetzt nichts Dünnes drin oder irgendwas Mageres, Säurestarkes, sondern er ist durchaus ausgewogen, aber eben sehr, sehr, sehr fruchtig. Es ist ein Wein für Anfänger, für Novizen, die großen mineralischen Gewächse, sagen wir mal, wenn man jetzt einen Chablis Premier Cru oder so den vorsetzen würde, würden die sagen, was ist denn das für ein Zeug? Na, viel zu kalkig, ist nicht fruchtig genug, ist nicht lecker. Dieser Wein ist lecker, wenn man das mit diesem schlechten Wort mal umschreiben darf. Also ich würde den Wein empfehlen für kaltes Essen, weil er einfach zu fruchtig ist, um jetzt warmes Essen richtig gut zu begleiten. Für kaltes Essen, für Brote mit Mortadella oder mit Frischkäse, also Sachen, wo ich normalerweise einen Wein nicht so unbedingt dazu empfehlen würde. Von mir, von der Note her, wäre ich Parker, würde ich sagen 81 Punkte, 82 Punkte vielleicht auch. Da ich nicht Parker bin, habt ihr das überhört, aber von meinen beiden Bewertungssystemen, die ich euch ja näher gebracht habe auf dem Blog, Eleganz von 1 bis 5 gibt es ja die Punkte, Eleganz 2, Charakter auch 2. Ich habe mich dazu durchgerungen. Vielen Dank, nochmal der Schwenk, schnell auf den Fluss und bis zum nächsten Mal.